Ich heiße Dominik Aschke, ich bin Geschäftsführer der eWorks Mobility GmbH. Wir entwickeln elektrische Antriebssysteme für Verbrennungsfahrzeuge und ich hatte das große Glück, an diesem tollen Projekt mitarbeiten zu dürfen. Als die Anfrage kam, dachte ich, da muss jemand ganz schön verrückt sein, um dieses Projekt anzugehen. Wie wird so ein Fahrzeug elektrifiziert? Also das Fahrzeug kommt an, alle Verbrennerkomponenten, die nicht mehr benötigt werden, werden ausgebaut. Natürlich nicht Bremse und so weiter und Fahrwerk, das muss erhalten bleiben. Dann wird der Bauraum vermessen. In Verbindung mit dem Anforderungskatalog wird dann das Packaging vorgenommen, also welche Komponenten finden wo Platz. Das machen wir im CAD am Rechner. Dann werden Schaltpläne gezeichnet, eine Software geschrieben für die Steuerung und dann Teil für Teil zusammengefügt. In dem DeLorean haben wir uns für einen Tesla-Motor entschieden, weil der in Sachen Wirkungsgrad und Qualität und Haltbarkeit einfach Benchmark ist. Die Akkus im DeLorean stammen von Samsung SDI und wir haben aus deren Zellen Packs designt, die dann in dieses Fahrzeug passen. Es stand außer Frage, dass wir es uns zutrauen, dass wir es können, war für mich auch keine Frage. Man klopft erstmal die Erwartungen des Kunden ab, schaut, wo man in Sachen Leistung, in Sachen Umsetzung hin muss. Da arbeiten wir sehr eng mit unseren Kunden zusammen. Man schaut sich an, was für ein Ziel möchte ich erreichen, also was muss das Auto am Ende können. Dann sucht man geeignete Komponenten am Markt und bringt ihnen ein System. Alles, was am Markt nicht unseren Ansprüchen genügt hat oder verfügbar war, haben wir selbst entwickelt. Als Beispiel könnte man nennen die sogenannte Junction Box, das ist eine Verschaltungsbox, die die Spannung von der Batterie zu allen Hochvoltkomponenten verteilt. Ebenso das Batteriemanagement ist von uns, weil es da am Markt einfach nichts gibt, was unseren Ansprüchen gerecht wird. Es gibt mechanische Ersatzteile für dieses Fahrzeug, aber wenig elektrische Ersatzteile. Deswegen mussten wir da sehr viel in Handarbeit wiederherstellen. Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war die Integration in das sehr alte, marode 12-Volt-Bordnetz. Am Ende muss das alles, was erhalten wird vom Originalfahrzeug, mit dem elektrischen Antriebsstrang ineinander greifen. Und das war sehr herausfordernd bei diesem Fahrzeug. Ja. In Sachen Sicherheit wollten wir keine Kompromisse eingehen. Daher gibt es in diesem Fahrzeug alle State-of-the-Art-Sicherheitsfeatures wie in einem modernen Elektrofahrzeug. Zum Beispiel die Reißleine. Wenn jemand mutwillig oder aus Versehen ein Bauteil aus dem Antriebsstrang beschädigen oder öffnen würde, zum Beispiel eine Batteriekiste, würde das System sofort spannungsfrei schalten und gefährdet so keinen der Insassen oder keinen, der mit dem Fahrzeug hantiert. Es gibt viele weitere Sicherheitsfeatures. Wir haben zum Beispiel einen Crash-Sensor verbaut. Im Falle eines Unfalls würde das System abschalten. Ich denke, wie jeder andere auch, verbindet man angenehme Erinnerungen aus seiner Kindheit mit zurück in die Zukunft. Und zu diesem Projekt konnten wir nicht Nein sagen. Wenn man sich den Aufwand anschaut, sollte es vielleicht ein Unikat bleiben. Aber wir wären auch bei einem zweiten Mal nochmal dabei. Ja.